Jo, willkommen zur Auswertung der Umfrage. Ja, ihr seht schon das Video hier offen. Ich war schon sehr erstaunt, allein. Gut, das wird wahrscheinlich jetzt nicht die endgültige Aufrufzahl sein, aber. Ja, Moment, ihr seht ja meine Maus gerade nicht. Stellt euch auf eine Maus, die gerade um die 1231 zirkuliert. Irgendjemand hat es auch nicht gefallen. Egal. Gehen wir mal ein bisschen weiter runter. 348 Kommentare. 348 fucking Kommentare. Wow. Ich war sehr erstaunt. Finde ich auch schön, dass das Super Mario Sunshine hier das am höchst bewertesten Kommentar ist. Wobei, wenn man jetzt mal weiß, ich muss sagen, es war ein sehr knappes Rennen. Ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich möchte mein Gesicht nicht sehen. Gehen wir mal ein bisschen nach runter. Ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Rennen. Und. Ja, zwischen welchen beiden Spielen wir sein? Ich habe hier eine Datei. Bumm, dann seht ihr schon. Das Kopf-an-Kopf-Rennen endete, falls ich mich jetzt nicht verzählt habe, wirklich in einem Unentschieden zwischen Tales of Hesperia und Kingdom Hearts. Ja, Galaxy wollte nicht so viele sein, was für Sunshine war. Doch auch ein paar gute Stimmen. Ja, was tun? Es kam jetzt eh nicht mehr so viele Kommentare in letzter Zeit, wenn ich mal schaue. Vor 4 Stunden. Vor drei, vor drei, vor einer, vor 58 Minuten, also. Sag mal, der große Hype ist vorbei. Es haben auch wirklich verdammt viele abgestimmt, also. Gut, wenn man das jetzt zusammenrechnen würde, würden es ja keine ungefähr 350 rauskommen, weil einige auch Kommentare geschrieben haben, wo zwei Antworten drin waren. Oder wo einfach gar keine Antwort drin war. Egal. So, ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, ich mache es so. Wir machen einfach. Wochenendprojekt, ich schreibe es aber direkt live hier auf. Tales of Vesperia. Habe ich spontan entschieden. Ab dem. Gucken wir schon auf den Kalender. 7.4. So seht ihr es direkt, falls ihr mir gerade nicht zuhört und nur das Video seht. Und. Ja. Kingdom Hearts hat ja eigentlich genauso viel Stimmen. Denkt man sich, ja, wir wollen aber auch Kingdom Hearts sehen. Ja. Mache ich auch. Lamulana. Wird am 6. Februar, am 6. Februar, ja, es geht jetzt noch 10 Monate, am 6. April auch zu Ende sein, die letzten paar Folgen des Hell-Tempels. Und somit hätte ich ab dem 9.4. wieder ein neues, noch mal ein bisschen Platz für ein Wochenprojekt. Deswegen, Wochenprojekt, Kingdom Hearts 2, ab dem 9.4. Kann ich auch direkt dahinter schreiben. Hier sind es immer je 30 Minuten. Und bei Kingdom Hearts werden es halt auch je 15 Minuten sein. So, warum ich mich so entschieden habe, da Tales of Vesperia, ja, da ich weiß, dass es ein sehr langatmiges Rollenspiel ist mit vielen und langen Cutscenes, habe ich mir gedacht, es wäre besser, das in ein Wochenprojekt zu tun. Ich weiß nicht, wie Kingdom Hearts ist. So von den Cutscenes her ist es ja blind für mich. Aber ich tippe mal, es wird nicht anders sein als Kingdom Hearts 1 und hat eigentlich ganz gut als Wochenprojekt gepasst. Von daher, ich finde, das ist eine gute Aufteilung. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ja, das war's dann also von mir. Danke fürs Mitmachen und bis zu diesen Projekten. Ciao.